Hallo, ich bin Johanna Engelke, Atemsprech- und Stimmlehrerin. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, heute mit dem wahnsinnig wichtigen und spannenden Thema Stimmtherapie. Vielleicht brauchst du eine Stimmtherapie, vielleicht möchtest du dich vorbereiten, vielleicht möchtest du überhaupt herausfinden, ob du eine Stimmtherapie brauchst. Wir machen hier heute Übungen, ich erzähle dir einiges über die Stimmtherapie und wir starten direkt mit einem Test, ob du die ganzen Sachen überhaupt machen kannst. Also bleib dran. Dieses hier ist ja der Kanal für gesunde und schöne Stimme. Heute geht es vor allem erstmal um die Stimmgesundheit. Wenn die Stimme nämlich krank ist, brauchen wir eine Stimmtherapie. Und das kann man zum Beispiel bei einer Atemsprech- und Stimmlehrerin machen, wie ich ja eine bin. Deswegen bist du hier tatsächlich im richtigen Video gelandet. Das ist natürlich kein Ersatz für eine Stimmtherapie. Also das ist nur ein kleiner Einstieg. Du kannst ein bisschen schauen, was du prinzipiell machen kannst, womit du starten kannst. Ich werde gleich am Anfang einen Test mit dir machen. Funktioniert diese eine Sache? Weil dann kannst du wirklich weitermachen und schon Dinge tatsächlich üben. Dann erzähle ich dir das dreiteilige Prinzip. Das kannst du machen, wenn der Test funktioniert und wenn der Test nicht funktioniert. Je nachdem, ich sage dir dann genau, wie du das anwenden kannst. Das brauchst du in jedem Fall. Das ist einfach die Grundlage für eine gesunde Stimme. Und dann verrate ich dir ganz am Ende noch einen Trick, der quasi darauf aufbaut. Also wenn du diese eine Sache weißt und beachtest, du kannst damit direkt anfangen, dann wird deine Stimme nach und nach immer besser. Das ist sozusagen das, was dich heute hier in diesem Video erwartet. Fangen wir an mit dem Test. Dieser Test zeigt, ob deine Stimme prinzipiell extrem heiser ist oder ob du überhaupt noch einen Ton produzieren kannst. Und zwar ist die Aufgabe, du summst jetzt einmal von oben nach unten runter und schaust, ob es einen Bruch gibt oder ob du das noch hinbekommst. Ich mache es dir mal vor. So oder so ähnlich sollte das eigentlich bei einer gesunden Stimme klingen. Wenn du jetzt gemerkt hast, so da bricht die Stimme in der Mitte total weg oder es ist super brüchig, du kannst die Töne gar nicht produzieren, du bekommst überhaupt gar keinen Ton hin, dann hast du schon ein stärkeres Stimmproblem. Dann solltest du auf jeden Fall mal zum Arzt gehen und dir eine Stimmtherapie verordnen lassen. Wenn du jetzt merkst, das klappt schon mal ganz gut, dann ist dein Stimmproblem vielleicht nicht ganz so groß und das ist natürlich schon mal ganz gut, weil das heißt, du kannst deine Stimme eben auch noch belasten und eben mit Übungen direkt durchstarten. Im anderen Fall musst du eben gucken, was fühlt sich gut an. Sowieso bei allen Tipps, die ich dir hier auf diesem Kanal gebe, fühl immer in dich rein, fühlt sich das gut an oder habe ich das Gefühl, meiner Stimme schadet das eher, dann machst du das nicht. Der Körper kennt sich meistens selbst ganz gut aus und du solltest dem auf jeden Fall vertrauen. Jetzt kommen wir zum dreiteiligen Prinzip. Wenn ich eine Stimmtherapie gebe, dann unterrichte ich immer als allererstes das dreiteilige Prinzip, weil es eine Sache beinhaltet, die die meisten Menschen nicht wissen und die einfach essentiell für eine gesunde Stimme und für eine gesunde Atmung ist. Und zwar bezieht sich dieses dreiteilige Prinzip auch auf die Atmung. Ich frage dann die Leute immer, wie atmest du denn? Also beschreib mal deine Atmung. Und die Leute sagen, ja, also ich atme ein und dann atme ich wieder aus und das war's. Und das stimmt so zu sagen, bloß dass dann noch eine kleine Sache fehlt, nämlich die Atempause. Dann frage ich, aha, und hast du auch eine Atempause? Da ist es so 50-50, was die Leute antworten. Manche sagen, nach der Einatmung ist die Pause. Manche Leute sagen, nach der Ausatmung ist die Pause. Dein Voting, was denkst du? Nach der Ausatmung ist die Atempause. Warum? Weil in der Einatmung gehe ich in die Zwerchfellanspannung und in der Ausatmung löse ich diese Anspannung wieder. Und in der Atempause ist das Zwerchfell komplett gelöst. Und das ist der Moment der Regeneration und den brauche ich nicht nur für die Atmung, sondern auch für die Stimme. Wenn dieser Moment der Regeneration nicht mehr da ist, dann schaden wir der Stimme nachhaltig. Und in den allermeisten Fällen hilft dieses Prinzip wahnsinnig, deine Stimme wieder zu regenerieren. Also wenn du nach und nach lernst, dein Zwerchfell an dieser Stelle wieder zu entspannen, auch wenn es nur ein ganz kurzer Moment ist, dann wird deine Stimme wieder funktionieren. Dafür machen wir jetzt eine kleine Übung. Wenn du eben gemerkt hast, dieses Summen hat nicht geklappt, dann kannst du jetzt mitmachen und im zweiten Schritt sage ich dann eine Sache, die nur für die Leute ist, wo das schon geklappt hat. Ja? Also, wir werden jetzt in der Einatmung die Arme heben,
in der Ausatmung auf einem F, so wie Fenster, die Arme wieder senken und in der Atempause die Arme lösen. Bei dieser Lösung solltest du ganz streng sein. Die Schultern sind entspannt, das Ellbogen ist entspannt, die Finger sind entspannt. Alles muss dabei entspannt sein, sonst hast du nicht wirklich auf Zwerchfellebene gelöst. Und das ist keine Lösung, sondern das. Das ist die richtige Lösung. Wir machen es jetzt einmal gemeinsam. Diese Übung kannst du für 5 Minuten machen, bis du merkst, deine Ausatmung hat sich automatisch verlängert, deine Atempause wird länger und deine Einatmung fällt dir leicht unhörbar zu machen. Als nächstes, der nächste Schritt, nachdem du das 5 Minuten gemacht hast, übrigens jeder sollte damit starten, erstmal nur ohne die Stimme, ja? So, und im nächsten Schritt nimmst du jetzt die Stimme mit dazu, das heißt, du atmest ein und aus dem F wird ein W. Ich mach's dir mal für 2 Töne vor. Orientier dich nicht nur an meinem Video. Ich habe meinen Atemrhythmus. Deiner kann anders sein. Du kannst längere oder kürzere Atemphasen haben. Das ist richtig. Du musst in dich reinfühlen, wie es bei dir ist. Und das leitet schon über zu Tipp Nummer 3. Und zwar, es geht beim Stimmtraining, und das ist jetzt kein Blabla, es geht wirklich die ganze Zeit um die Wahrnehmung. Du musst wieder lernen, deine Stimme wahrzunehmen. Wie wir aussehen, das wissen wir alle. Wir gucken 1000 Mal in den Spiegel, aber unsere Stimme, die hören wir uns nicht an. Und das ganze Prinzip mit der Stimme, das baut darauf auf, erstens mal, wie bin ich aufgerichtet, wie ist der Körper, dann wie atme ich, wie sind die Atemphasen zueinander. Und am Ende, wie produziere ich die Stimme? Und all diese 3 Sachen, die hängen zusammen und da muss man sich genauer mit beschäftigen. Wenn du jetzt merkst, das ist es, dann schau dich auf jeden Fall um bei dir in deiner Nähe. Ist da ein Atemsprech- und Stimmlehrer oder eine Atemsprech- und Stimmlehrerin? Wenn du niemanden findest, du kannst auch gerne mir eine E-Mail schreiben an johanna@stimme-verändern.de. Das ist eben wichtig, dass wir eben für unsere Stimmgesundheit sorgen. Und das ist einfach der beste Ansatz, den ich kenne. Ist ja auch der, mit dem ich arbeite. Und ich habe damit schon sehr, sehr, sehr viele Stimmen geheilt. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ist ein kleiner Start, mach diese Übung, damit kannst du nichts falsch machen. Und wenn du jetzt merkst, ich möchte diese Übung definitiv machen, dann schau dir nochmal mein Video an zum Thema richtige Atmung oder Atmung richtig erklärt, weil das ist ein relativ langes Video und ich beschreibe da nochmal ganz genau, wie die Atmung funktioniert. Und wenn du das verstanden hast, dann wirst du viel mehr schon bei dir wahrnehmen. Und das ist einfach wichtig, wenn du deine Stimme nachhaltig gesund verändern willst. Schau dieses Video an als Start und dann geht's weiter auf dem Weg. Du kannst sowieso alle Videos auf meinem Kanal gucken. Die sind immer auf gesunde Stimme ausgelegt. Ich mache niemals ein Video, was der Stimme schadet, nur um irgendwie einen schöneren Klang zu bekommen. Es geht immer hier auch um Gesundheit. Jedes Video, was du hier schaust, ist gut für deine Stimme. Du kannst sie auch einfach alle hintereinander machen. Ich habe zum Beispiel auch Playlists gemacht. Playlists, wo alle Videos hintereinander kommen. Zum Beispiel Stimme für jeden Geschmack. Schau dir diese Playlist an, dass du zum Beispiel jeden Tag eine kleine Stimmübung machst, um eine Routine zu bekommen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wenn du eben merkst, deiner Stimme geht es nicht so gut, sie ist anfällig, sie ist nicht so belastbar, dann solltest du definitiv was für deine Stimme tun. Ich freue mich, wenn du einen Kommentar hinterlässt. Schreib gerne auf, was du für ein Stimmproblem hast, weil dann kann ich nochmal gezielt auch Videos dazu machen. Zum Beispiel Stimmlippenlähmung oder Heiserkeit, solche Sachen. Dazu mache ich sehr gerne ein Video, wenn ihr alle reinschreibt, was ihr konkret für Stimmprobleme habt. Ansonsten freue ich mich auf dich im nächsten Video. Mach's gut! Präsentiert von Anima Stimmtraining.